Kampf um Rechte für Homosexuelle in Indien. Erst im Jahr 2009 hat das Hohe Gericht von Neu-Delhi ein altes Gesetz der Kolonialzeit aufgehoben, wonach gleichgeschlechtliche Liebe mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden konnte. Auf der aktuellen AIDS-Konferenz stufte der indische Gesundheitsminister Assad Homosexualität als Import aus dem Westen ein. Unglücklicherweise ist diese Krankheit in unser Land gekommen. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann Sex hat, ist das total unnatürlich und sollte nicht passieren. Aber das tut es. Gesundheitsorganisationen sind enttäuscht von dieser wenig hilfreichen Äußerung des Ministers. Der Fokus müsste mehr auf einer Präventionsarbeit zum Schutz vor HIV und AIDS liegen. Denn immerhin ist Indien mit 2,5 Millionen HIV-Infizierten das Land mit den meisten Betroffenen in Asien.